So, hallo meine lieben Diamonds und herzlich willkommen zu diesem Paint and Chill spontan Neudrehvideo, da meine alten Dateien irgendwie weg sind. Ja, normalerweise wäre jetzt schon seit 2-3 Stunden ein neues Video online, ein neues Paint and Chill, aber ich musste alles neu drehen. So, ich möchte euch einmal diese Spitze vorstellen. Ich habe mir nämlich bei AliExpress ein bisschen was geholt. Vor 4-5 Wochen. Das kam gestern an. Und zwar sind das Plastik-Dips. Plastikspitzen für die Drillpens. Das möchte ich heute mal mit euch testen. Ich habe den noch nie getestet, noch nie benutzt. Von daher wäre das echt spannend mal zu sehen. Da dachte ich mir, nehme ich euch mal mit auf die Reise. So, das Wachs drücke ich jetzt noch ein bisschen hier rein, weil das soll ja da rein, ne? Schlau. Gut, also die Farbe habe ich hier schon vorbereitet. Wir nehmen das L, davon haben wir nicht mehr viele übrig. Wir sind mit dem Einhorn bald fertig, wie ihr sehen könnt. So, wir stellen das Ganze mal so und machen die letzten Ls fertig. Mal gucken, wie sich das so legt. Ja, also bis jetzt ist es ganz gut. Wenn das weiterhin so gut läuft, werde ich irgendwann mal komplett drauf umsteigen. Ich hätte ja gerne diese Everlast-Tipps, aber die sind wirklich teuer im Versand. Diese aus Metall, diese, die immer halten, die nicht ausleiern irgendwie. Ja, habt ihr mein letztes Video gesehen, was ich vor ein paar Stündchen online geladen habe? Über diese Aktion für Kinderkrebskliniken. Also für die Kinderkrebsklinik in Düsseldorf, meine ich, war das. Ich würde mich sehr freuen, wenn es bei euch soweit gut ankommt, dass ihr vielleicht da mal in die Gruppe reinkommt, euch mal da durchschnuppert, euch ein Bild davon macht. Denn die Aktion jetzt gerade zu der Zeit, wo die Kinder wirklich kaum Besuch empfangen dürfen und traurig sind, weil sie immer nur einen aus der Familie sehen. Ich finde, da ist es wichtig, dass wir eine Freude bereiten, vielleicht mit Sachspenden, mit Spielzeug, mit Neuem oder Wünsche erfüllen von den Kindern. Ich würde mich da riesig freuen, vielleicht auch ein paar Firmen mit einzubeziehen. Es müsste doch gehen, dass man da den Kindern so eine Freude bereitet. Es sind Kinder, immer dran denken. So, die Farbe hätten wir schon, das war jetzt aber schnell. Ja, dann haben wir noch die Diamond Painting für Anfänger und Profis Gruppe, die gut gewachsen ist dank euch. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch, der dort drin ist. Ihr könnt dort gerne jederzeit Fragen stellen, auch an mich oder irgendwie, wenn ihr Videowünsche habt, könnt ihr die auch äußern. Wir werden da demnächst eine Abstimmung machen, beziehungsweise ich werde eine Abstimmung machen, was ihr gerne sehen wollt. So, was nehmen wir denn jetzt? Das J. Ist die 23. Ah, haben wir in den Koffer. J, J, J. Auch kaum noch Farben. Ja, das Bild ist bald fertig. Ach, dann habe ich noch die Tage einen Weihnachtsstift gemacht. Ich wollte euch das zeigen, wie toll das aussieht, wenn man da diese weiße Spitze reinmacht. So. Das ist mein Weihnachtsstift. Wundert euch nicht, hier ist er etwas dicker und hat Grip. Er hat hier so, sieht man das von hier genau. Er hat Riffel. Das heißt, er ist sehr gut in der Hand, rutscht auch nicht die ganze Zeit aus der Hand oder so, sondern hat richtig Griff. Hier vorne bei dem Mehrfachsetzer brauche ich immer so ein bisschen mehr Griff, deshalb habe ich das ein bisschen dicker gemacht. Diese Art von Stiften, diese Farbe, gibt es bei mir nur im Dezember. Das heißt, zu Adventsverlosungen werde ich solche Stifte hier verlosen. Ja, aber ich habe was im Versand geändert. Und zwar hatte ich Probleme mit der Post. Ich musste jetzt mittlerweile mit Einschreiben und mit Päckchen versenden. Da hat es dann geklappt. Aber davor sind mir einige Stifte verloren gegangen. Meine Güte, ich haspel heute. Davor sind mir einige Stifte verloren gegangen und das ist sehr, sehr ärgerlich. Deshalb muss ich leider den Versand auf über 2 Euro packen. Sonst kommen die Sachen einfach nicht an, oder? Ne? Ist halt blöd. Wenn wirklich starker Bedarf da ist,
dann gibt es dieses Special hier im Dezember. Jo, das war's, was ich euch zeigen wollte. Und dann machen wir jetzt mal weiter. So. Also mir geht es im Moment viel, viel besser. Mir ging es ja die Tage nicht so gut. Mein Körper hat sich erholt. Ich bin wieder so weit. Naja, fit nicht, aber ich bin halt aufnahmefähig, sagen wir mal so. Ich kann wieder, wie ich möchte. Und ich habe auch ein Unboxing, was ich noch abfilmen muss, denn ich habe von Everyday E-Deals ein Bild bekommen. Ein einziges. Reicht ja auch. Habe ich mir ausgesucht, passend zur Weihnachtszeit. Ein sehr, sehr schönes Bild. Nein, kein Weihnachtsmann oder Weihnachtsbaum, sondern mein Lieblingsmärchen. Lass dich einfach mal überraschen. Also bei diesem Drachenbild bin ich bald fertig. Und dann muss ich echt überlegen, was ich als nächstes painte. Ich habe so viele Bilder hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ob ich als nächstes irgendein Weihnachtsbild mache. Na, was ist denn da los? Also verschieben ist mit der Spitze noch Übungssache. Weil dieses Loch halt nicht so breit ist wie bei dem Metall. Wir vergleichen einfach mal. So. Ich muss mir hier scharf stellen. So, jetzt seht ihr es besser, oder? Nee. Doch, nee. So. Also, hier habt ihr ein breiteres Loch als hier. Das bedeutet, verschieben ist Übungssache. Aber es geht. Also bis jetzt finde ich die ganz okay. Man muss sich halt dran gewöhnen, weil es nicht so ist wie mit der Metallspitze. Aber ich finde, ja, es ist ganz gut, ne? Ja, das Video... mein Gott, mein Hals. Das Video lasse ich jetzt auch nicht zu lange werden, weil heute ja schon ein Video online kam, das Infovideo. Ich wollte einfach mal mit euch bequatschen, was jetzt noch bald folgt. Also, wenn dieses Bild hier fertig ist, was wahrscheinlich heute Nacht passieren wird, ich kenne mich, dann werden wir morgen oder übermorgen mit einem neuen Projekt starten. Das heißt, morgen gibt es nochmal ein Paint with Me mit dem Rest des Bildes. Wahrscheinlich hier so dieses Stück oder so lasse ich dann übrig dafür. Und dann werden wir gemeinsam die Farben einsortieren für das nächste Projekt. Also Tüten auf, Farben in die Koffer und blip, 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 genau, wisst ihr Bescheid. Ein Vorbereitungsvideo quasi zum Paint with Me. So, ich muss mal eben einen Schluck trinken, mein Hals ist sowas von trocken. Oh, Halleluja. Oh. Wir nehmen uns das K, das ist die 22. Das machen wir jetzt noch gemeinsam und dann verabscheue ich mich fürs bis zum nächsten Video auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es euch gut geht soweit, dass ihr von Corona und Co. und normalen Grippen und was weiß ich was verschont bleibt. Gesund sein ist das Wichtigste, finde ich. Ja, und hoffen wir, dass wir zu Weihnachten alle unsere Familien sehen dürfen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Ob ihr eure Familie überhaupt besucht an Weihnachten oder ob ihr alleine feiert. Manche feiern auch gar kein Weihnachten, weil sie keine Lust drauf haben. Also, ne, es ist ja jedem selbst überlassen. Ich persönlich werde mit meinem Mann hier feiern und hoffe auch meine Familie sehen zu dürfen am zweiten Weihnachtstag. Aber wir werden sehen, was noch kommt, ne? Ich plane nicht mehr im Voraus. Hat man in letzter Zeit gesehen, was daraus wird. Ein Lockdown nach dem anderen jetzt. Ich werde dann jetzt ein bisschen Speedpainting machen und dann sehen wir uns im nächsten Video morgen um 18 Uhr. Und wenn ihr mal privat schreiben wollt oder in eine schöne Gruppe wollt auf Facebook, wo alles wirklich richtig friedlich und lustig ist, dann kommt in die Diamond Painting Gruppe, die hier ganz oben verlinkt ist in meiner Videobeschreibung. Hier unten. Und habt Spaß, sagt zu mir Hallo. Und wir schreiben dann miteinander in der Gruppe und meinetwegen auch persönlich, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach anschreiben.
Ich bin die Annie in der Gruppe, die euch dann begrüßen wird, wenn ihr reinkommt. Bis dann, ihr Lieben.